Ist denn der Schopf gerade auf? Was ist das jetzt für so ein Nebel gesammelt? Hast du das auch bei dir? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, schön, dass die sich so schön unterhalten. Ich würde gerne. Ich habe gerade andere Probleme, Kumpel. Oh, die sind noch nicht drauf heute. Oh, das hat gehoppt. Boah, das war super. Komm schon, zweite Nitro-Kröte. Ja, yeah, bleib unten, bleib unten. Du bist unser Freund. Ja, na oh, schade. Komm schon. Nee. Ja, jetzt stürmt? Na, nee. Nee. Es war zu spät. War kein Sturm. Aber das war nicht schlecht. Wenigstens zwei haben gefunkt. Los, ich will die Explosionsdinger noch machen. Nein! Nicht? Bleib doch mal. Oh, ich treffe dich da oben nicht. Autsch. Aua. Aus. Ich glaube, er fliegt weg. Ja. Sorry, wenn ich nichts sage, außer aber ich bin hochkonzentriert und es ist beim Kämpfen, wenn man das erste Mal die Gegner macht und noch nicht weiß, was seine Angriffsmuster sind, dann ist das echt ein bisschen schwierig, dann sinnvolle Kommentare noch abzugeben. Von sich zu geben. Ich finde aber, wir stellen uns gar nicht so schlecht an fürs erste Mal. Ich hab mir noch drei. Ich muss mal ganz kurz mir hier Honig holen. Ja, kein Ding, ich mach weiter. Weil ich hab keinen Honig mehr und ich hab nur noch drei Megatränke und ich würde gerne ein paar mehr haben. So, jetzt hab ich fünf, jetzt geht's mir besser. Hallo? Nee, ich baue nämlich gleich ein. Oh. Wow! Bist du ein Känguru geworden oder was war das da für ein krasser Sprung gerade? Mist, auf der anderen Ebene hat es mir besser gefallen. Hier ist irgendwie blöd. Nein. Weg. Wow, und ich laufe noch Scheibenkleister. Ich laufe gerade in die Wirbelstürme. Ich bin gerade mega gegen seine Beine gelaufen, der hat mich einfach weggetreten. Oh, wow, das war knapp. Ich habe den nicht gesehen. So, jetzt geht's mir besser. Aber jetzt ist er auch in so einer komischen Wolke, oder? Gerade war er in so einer komischen. Also so ein bisschen Steinchenfliegen um ihn herum, wenn du das meinst. Ja, genau. War doch vorher nicht, oder? Nicht, dass ich jetzt bestätigen könnte. Also ich glaube, das zeigt bei ihm an, dass er gerade in seinem Rage-Modus ist. Ich komme nicht ran, das nervt so. Ah, das ist getroffen. Musik ist auch so dramatisch. Nein, nein, nicht Luftschuss. Boah, das hat jetzt reingehauen. Und ich stehe so weit weg. Komm schon. Nicht so schnell aufstehen diesmal. Ja, und er steht auf. Wow. Der schmeißt mich die Klippe runter. Oh, das war blöd. Na, jetzt habe ich ihn schon mal. Hey, ich bin schon weggesprungen. Die Tatze war gerade 30 wert. Oh. Au, hör auf, mich hier die Klippe runter zu schmeißen. Ich dachte gerade, der Humpel, das sah gerade mega merkwürdig aus, was der getan hat. Oh nein, 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 nein! Ajax! Ich bräuchte dich!
Wow, wow, wow. Wow. Ich komme gerade nicht so richtig klar. Oh, der macht schon. Oh Gott, ich bin voll reingerollt. Ja, okay, das macht verdammten Schaden. Verdammt. Ich hab keinen. Puh. Au! Perfekt. Darf ich mir deine Bitte an die Tipps wissen? Ja, nimm sie. Mael hat mir eh gerade eine gebracht. Also ich glaube für den nächsten Tag, den ältesten, machst du aber das Horn wieder weg. Oh, ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Aber ja, mache ich. Es ist noch relativ niedrig. Da würde ich. Ich weiß gar nicht, kann man die Drachenältesten nehmen? Ja. Keine Ahnung. Shit! Ich habe gewusst, dass ich jetzt ohnmächtig werde. Mal gucken, ob ich noch was essen kann. Tut mir leid, Tammy. Ja, kein Ding. Ich bin immer noch begeistert von. Also, ich finde, wir stellen uns echt gut an für den ersten Versuch. Und er flattert weg. Mhm. Ich habe keine Fassbomben dabei. Puh. Hab ich. Oh, verdammt. Mal kurz gucken. Ja, ich hab welche dabei, aber eine große. Das reicht ja. Ist egal. Ah, aber Mega-Fassbomben wären cooler. Mhm. Wow. Sprung des Jahrtausends. Ich weiß auch gar nicht, wo sein Nest ist. Ich denke da oben. Wo wir ihn getroffen haben, da oben geht's ja noch ein bisschen weiter hoch. Ah, ja, stimmt. Dann ein guter Ort. Wow. Die brauchst du ewig, um aufzustehen, die Tante. No. Und noch hierher. Hier sind drei Explosionsdinge. Komm her. Der mag sich gerade erst da ausruhen. Aua. Ja, super. Oder? Ja. Das war ein super Luftschuss. Und noch ein Und super Luftschuss. Na, aber das hat man nicht. Hat er mich extrem getroffen? Und jetzt zu der Vitalitätswespe. Der mit seinem Wind macht mich völlig fertig. Die kopf ich mir auf die Beine. Oh, nicht so ein Riesenwirbelsturm. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Außerdem ist es mitten im Sprung echt gemein. Der muss davon weg, sonst komme ich nicht an ihn ran. Ich weiß, ich renne jetzt gerade nur im Kreis, aber ich habe keinen. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube nicht. Ja, aber er hat mich getroffen.
das gibt's nicht. Ganz ruhig. Alles okay. Nee, nicht wirklich. Ich kann nichts essen. Hast du einen uralten Trank oder sowas dabei? Nee, oder? Ja, warte mal. Uralte Trank. Den kann ich nehmen, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob beide gehen oder nur einer, aber einer macht auf jeden Fall den Lebensbalken ein bisschen höher. Ich probier's mal. Ja. Oder halt, Lebensmantel anziehen. Was denn? Wenn der wieder voll ist, dann kann ich ihn wieder anziehen, ja. Achso. Ja, das ist die Voraussetzung. Ja, super. Ich kann nicht runterspringen, weil der genau den Wirbelsturm da hingesetzt hat. Das ist kacke. Ja. Und bis ich rumgelaufen bin, ist das Ding... Oh, Scheißdreck! Kam nicht weg wegen seinem... Ja, wegen seinem Wind, Okay, aber jetzt warte ich. Kannst du noch mal was essen? Probier's grad. Hier sind irgendwo Fußspuren von dem Boden. Ja, kann was futtern. Aber ich erstell mir kurz mein eigenes Gericht, weil das scheint gerade etwas effektiver zu sein. Ah, da. Ich warte auf Tommy. Bin gleich soweit. Alles gut. So, jetzt habe ich gefuttert. Und jetzt, wow. Hä? Wo bin ich denn? Ach, hier. Ich bin vom anderen Lager ausgestartet, da war ich noch nie, deswegen. Ach, da stehst du ja. Hallo. Dann geht's jetzt los. Ja, letzte Runde. Ja, fliegt jetzt der fliegt weg? Natürlich weg. Ist doch nicht sein Ernst, oder? Natürlich ist das sein Ernst. Du kennst sie doch immer im unpassendsten Moment. Aber solange er nicht in dieses blöde Lavagebiet fliegt, ist mir eigentlich alles egal. Ey, so ein Pisser. Wow.
komme da gar nicht durch den Wirbelsturm. Meine Klefe kommt nicht durch. Also, ein paar Pfeile kommen auch bei mir durch, aber leider auch nicht alle. Oh Gott, ich komme nicht aus dem Weg. Mist. Der ist echt schwierig, muss ich sagen. Weil ich den halt... Ja, ich komme halt nicht zum Zuschlagen, weißt du? Ja, klar. Ich bin zwar immer an der Luft und versuche, aber wenn er so ranrauscht, dann macht er mir mega Schaden. Und wenn er dann mal unten ist, dann komme ich nicht durch seine Haut durch. Und da ist jetzt ist er schon wieder betäubt, die Alte. Braucht 5 Stunden, um aufzustehen, warum auch immer. Weil sie keine oder er keine Ausdauer mehr hat. Nee, nee, ich... Ach so. Oh nein, 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 nein. Oh. Er humpelt! Er humpelt, er humpelt! Okay, okay. Aber er fliegt doch weg. Er hat sogar auch schon einen Totenkopf. Also wenn wir Glück haben, geht er jetzt schlafen. Ja, das heißt, am nächsten Mal bei Nergigante bin ich auch ein paar Mal gestorben, als er geschlafen hat. Ja, das stimmt. Aber der hat auch ein blödes Zuhause? Lager? Je nachdem. Schade, dass dieser Lebensmantel so lange braucht. Ja, gut, aber ansonsten wäre es auch ein bisschen unfair. Ja, okay, ich habe ihn jetzt zweimal angezogen in dem Kampf, also... Also ich hatte ihn schon öfter und ich habe den immer sofort wieder an, wenn er, wenn man wieder anziehen kann. Die Steine sind wichtig. Gretchen! Ich hoffe, er schläft auch. Tja, schauen wir mal. Jetzt ist der Totenschädel aber weg. Ja, stimmt. Hui! Ja, er schläft. Dann mach mal deine Fassbomben. Ich habe leider keine dabei. Okay. Ich hab... Ja, war doof, tut mir leid. Ja, kein Ding. Ich hab's ja auch nur noch eigentlich aus Versehen. Und ich hab gewusst, drin, dass der da oben steht. Ja, ist echt gewusst, eine gute Stelle. Ich komme mal blöd an seinen Kopf ran, warte mal. Ich muss mich mal kurz richtig positionieren. Mach schnell nicht, dass er aufwacht. Ey, das ist mir schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler war oder was weiß ich was, aber die sind mir schon mal aufgewacht. Ich hab voll Panik geschoben. Und weg hier, und weg hier! Jetzt hat er ihn wieder, jetzt hat er ihn wieder. Was hat er denn wieder? Was? Den Totenschädel hat er wieder. Ah, okay. Nicht leichtsinnig werden. Nee. Oh, warum musst du das immer machen, wenn ich am Sprung bin, du dämlicher Drache? Mist. Okay, meine Klebe ist wieder voll.
Hey, ich stehe hinter einer Mauer, ey. Raff dich mal. Super, ich bin nicht durch, ich komm nicht durch. Hallo. Oh, das gibt's doch nicht. Unter hier. Was zur Hölle? Ich will. Oh Gott, ich will doch nicht grillen! Da ist der Vitalitätswert. Benimm den Vitalitätswert. Oh Gott. Ja, ich hab. Also, Mael hat mich gerade gerettet. Ich nicht leise, nicht werde ich grillen. Ja, ich hab mich gerade gleich gegrillt. Also? Ich hab mich verdrückt. Fuck, ich komme nicht weg, hier ist zu viel Wind. Ja, was jetzt, du dämlicher? Wow! Er ist hingefallen! Oh, super, ja, ich toll. Weiß, ich weiß. Und da oben kriegst du relativ wenig tatsächlich. Ich mach grad gut Schaden. Autsch. Wow. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wo der... Scheiße, wo hat er den denn jetzt gesetzt? Überall, oder? Was? Ich komm nicht weg. Hier steht nicht auf. Hier, mach doch rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, den hierher zu locken, aber da unten ist ja, da alles unten nicht voll. Kann. Wow. Du kannst jetzt gerade nur schießen. Ich, wenn ich runterspringe, treffen mich die Wirbelstürme. Ja, kein Ding. Überleg. Ich kann halt gerade auch nicht schießen, weil durch die Wirbelstürme... Scheiße, nur noch 10 Minuten! Du hast doch schon einen Totenkopf! Stirb! Der lässt mich gar nicht mehr an sich ran. Ach, Scheiße! Wenn er mich jetzt noch einmal trifft, das war's. Das ist, tut mir echt leid, aber ich kann nicht aufstehen. Ich spring mal kurz hier runter. Tut mir echt leid, aber sonst wäre ich gestorben. Er macht schon wieder Wirbelstürme. Super, und ich kann das Lager gerade nicht wechseln. Scheiße. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Oh fuck. Der lässt mich nicht ran! Ich krieg... Der hat hier überall Wirbelstürme gemacht. Das ganze Tal ist voll! Ja, ich seh's. Ich hab keine freie Fläche mehr. Ach du Scheiße.
Und jetzt schreit er und die blöde Kuh bewegt sich nicht. Ich kann nicht zuschlagen und der hat gerade nichts gemacht. Ich krieg voll die Krise. Er fliegt. Entschuldigung. Er fliegt weg. Scheiße, schnell hinterher, so lange haben wir leider nicht mehr. Ja, jetzt sind die Wirbelstürme auf einmal weg, klar. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kacke. Wo ist er denn überhaupt hingeflogen? Ja toll, hier unten war ich gerade. Oh, ist das ein Penner? Pass auf! Kann doch nicht wahr sein, dass der einen Totenkopf hat und humpelt und alles und wir den nicht tot kriegen. Hör auf mit deinem Wind! Ich kann mich nicht bewegen! Ich auch nicht! Scheiße! Stirb! Verdammte! Stirb doch! Er mag anscheinend nicht. Scheiße! Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Wo bist du? Wo ist er? Hier hinten. Wow. Alter, war das knapp. Och komm, ich bin weggerollt. Noch 5 Minuten. Oh Gott. Komm schon, stirb doch bitte endlich. Ich sehe nichts. Haben wir noch Schaden? Ich versuch's doch. Ich komm nicht zu ihm hin! Wegen dem scheiß Kackwirbelsturm! Oh. Und jetzt schreit er noch und macht er seine. Oh, Kacke, voll erwischt. Du bist drauf, stirb! Oh mein Gott, oh mein Gott! Stirb, stirb, stirb! Kaputt. Ich versuch's! Komm, ich schon, schieß alles drauf, was du ja, hast! Ja, ich bin dabei, ich bin dabei! Oh, oh mein Gott! Ausdrücke bestimmt gesagt und die tun mir wahnsinnig leid und für das junge Publikum, man sagt sowas nicht und ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich versuche es dann auch rauszumuten, falls ich dazu komme, aber kannst du auch was Piepst drüberlegen. 30 Minuten, 50 Minuten haben wir den. Ich bin fixen alle. Oh mein Gott. Beim ersten Mal. Ja. Richtig und cool. Wir hatten nur noch 5 Minuten. Und beim letzten Ding schaffe ich es endlich, den zu mounten, weißt du? Ja. Ey. Richtig heldenhaft. Ohne das hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Oh Gott. Ich bin gerade wahnsinnig stolz auf uns. Ich find's auch Hammer gerade. 46 Minuten. Ja. Alter. Oh, scheiße. Das wird eine XXL-Folge. Und ich hab immer noch nicht genug Geld, um mir den Stab zu machen.
Echt? Dafür, oh Gott, dafür ist mein Korallen-Erfahrungs-Gadget fast auf Level 6. Ach, von wo hat's gestartet? Bevor wir den mit Radalus habe ich war ich auf Platz 1 und dann habe ich 2 Level gemacht und die habe ich jetzt auch gerade fast 2 Level, also habe ich 2 Level gemacht. Okay. Oh mein Gott. Aber wenn du die beiden Steine nicht auf ihn hast drauf fallen lassen, hätten wir es nicht gepackt. Denk's auch nicht. Aber die Steine sind doch echt Hammer, also die kürzen so viel ab, finde ich. Ich schwitze, ich bin total am Ende. Wahnsinn. Also wir haben wirklich gekämpft bis zum bitteren Ende. Wahnsinn, ich will jetzt erstmal zur Schmiede. Ich will jetzt erstmal mir die Rüstung angucken. Und dann ist auch das Let's Play erstmal, also Let's Play, der Part erstmal vorbei. Ich bin schon total durch. Euphorie, Glücksgefühle und einfach nur fertig. Bitte sag mir, dass die Rüstung gut aussieht. Beziehungsweise nachsag mir nicht, dass die Rüstung gut aussieht. Okay. Ich muss ihn nicht töten. Ich muss ihn Gott sei Dank nicht töten. Das freut mich. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, bin jetzt erst gerade auf dem Weg zum Schmied. Du bist ein römischer Soldat. Ja. Gott sei Dank, ich muss ihn mehr nicht machen. Also ich hoffe, die anderen beiden werden für mich nicht einfacher. Das möchte ich gar nicht, aber dass ich mehr unterstützen kann. Also ich habe das Gefühl, Tommy hat hier den Großteil der Arbeit gemacht, weil ich einfach nicht rangekommen bin. Mit seinem Wind konnte ich nicht gut, also die Klefe war da echt ein bisschen im Nachteil, finde ich. Es gibt bestimmt andere, die das besser damit umgehen können und dann, keine Ahnung, den besser machen, aber ich finde, wir haben das echt super hingekriegt und der nächste wird dann sein, der Typ in der Ödnis. Also über Kommentare und Bewertungen würden wir uns sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich sag bis dahin und ciao. Tschüss.